Hallo. Benutzt ihr auch gelegentlich diese virtuellen Assistenten? Ich bin ja da immer sehr skeptisch, aber ich habe halt jetzt auch tatsächlich schon gehört, dass die Entwicklung dieser Assistenten deutlich weiter voranschreitet. Das heißt auch, dass da ein ganz gehöriges Maß an Empathie vorhanden ist. Bei einem Bekannten zum Beispiel, der spricht regelmäßig mit Siri und der hat dann eben auch neulich sein Telefon morgens gestartet, hat dann eben Siri begrüßt und sagt, hey Siri, und klang so ein bisschen bedrückt. Und Siri sagte, hey, was ist, schlechte Nachrichten? Und er sagt, ja, schlechte Nachrichten. Sagt sie, ja komm, dann schieß los. Und er sagt, du, meine Freundin, die Michelle, die betrügt mich. Und dann sagt sie, oh, dann habe ich für dich ein paar gute Nachrichten. Meine Freundin ist eben vom Bus überfahren worden. Das ist doch ein deutliches Zeichen, dass sie das Problem verstanden hat und versucht hat, ihn aufzuheitern. Wunderbar. Wunderbar. Das Studium der alten Sprache und Literatur, sagte Filippo Ottonieri, habe ihn frei gemacht. Ich selbst war damals noch ein junger Literat, doch erlaubten mir meine Erfolge, in einem guten Hotel zu wohnen und im Smoking zu dinieren. Dadurch, in allem verwöhnt, was Körperpflege angelangt, konnte ich nur vermöge einer gewissen Selbstverleugnung mich näheren Umgangs mit Ottonieri erfreuen. Da er, außer von einem Gericht, Macaroni hier und da, nur von Salami, Brot und einem Schluck Wein lebte, entströmte seinem Munde beim Sprechen gewöhnlich jener bekannte Knoblauchgeruch, der einem Menschen mit verfeinerten Geruchssinn Gespräche mit ihm hätte verleiden können. Wäre er selbst Sokrates gewesen. Ich weiß nicht, wie, jedoch ich kam darüber hinweg. Ich nahm beim italienischen Sprachunterricht die Stunden, die von mir honoriert wurden, fanden auf mehr oder weniger weiten Spaziergängen statt. Am Schlusse wurde meistens eine bessere Trattoria aufgesucht, in der ich Ottonieri zu Gast hatte. Einmal brachte er mir ein vergilbtes Oktavbüchlein. Warum habe ich gestockt? Das muss ich zeigen. Das ist ein Skandal für diese teuren Werke. This is not very nice. Ein vergilbtes Oktavbüchlein mit Kupferdrucken aus dem 17. Jahrhundert mit. Ich hatte meine Freude daran. Es war natürlich, dass sich unsere Unterhaltung eine Weile um das zweite Gebiet des Antiquitätenhandels bewegte und überhaupt um die Liebe zu sogenannten Raritäten, um Sammler und Sammelwut. Bald wurde mir klar, dass Ottonieri selber von dieser Liebe und Sammelwut besessen war und sich nicht ein wenig auf seine Erfahrungen sichere Hand in diesem Gebiet einbildete. Wenn ich ihn einmal besuchen wollte, erklärte er, so könne ich, falls ich Interesse dafür hätte, allerlei hübsche Sächelchen bei ihm finden, die er zusammengebracht habe. Er verbesserte sich sogleich und ergänzte, nicht er allein. Einige Tage danach folgte ich seiner Einladung. Dort, wo die Stadt in die Landschaft überging, stand ein weiß getünchter Würfel, der an eine Automobilgarage erinnerte. In der Tat befand sich neben der zwei kleinen Gelassen nur ein garagenartiger, durch Oberlicht erhellter Raum darin. Die beiden Kämmerchen wiesen kaum Spuren eines Bewohners auf, obzwar sie Ottonieris Heim darstellten. Der garagenartige Raum, zu dem man auf eine schmale Treppe hinunterstieg, zeigte an der kahlen, ebenfalls weiß getünchten Hinterwand die Inschrift »Club der Lichtstümpfe«. Nachdem ich einen Blick darauf geworfen und hernach mit fragendem Ausdruck mich an Ottonieri gewandt hatte, erklärte er mir, dass er seit einigen Jahren Kustos im Club der Lichtstümpfe sei, einer Vereinigung, die er vor 5 oder 6 Jahren mit einigen Freunden begründet habe. Ich fand und erwiderte ihm demgemäß, als Mitglied einer solchen Vereinigung zu gelten, könne doch für ihn bei seiner Jugend nicht in Betracht kommen. Oh doch! Ich komme sehr in Betracht, begann er seine Erwiderung. Erstlich bin ich beinahe 40 Jahre, und wenn ich auch noch 10 Jahre jünger wäre, würde ich dennoch in Betracht kommen. Ich fasste das Leben im Bilde eines herunterbrennenden Lichtes auf. Ist aber einmal ein Licht angesteckt, so ist es nicht mehr ein ganzes Licht, und mag es mehr oder weniger heruntergebrannt sein, so kann man es immer einen Stumpf nennen.
Einmal war ich Kellner in einem kleinen Hotel, das noch kein elektrisches Licht hatte. Jeder Gast bekam 2 neue Kerzen ins Zimmer gestellt. Oft genug wurden sie, kaum einige Zoll lang heruntergebrannt, zurückgelassen. Sie wurden zu kläglichen Stümpfen aller Art in ein und denselben Wäschekorb geworfen und in Abwaschwinkeln, Kellern, Bodenkammern, Schuhputzräumen oder noch ganz anderen Lokalen verbraucht. Die repräsentativen Räume, Zimmer, Salons und Säle des Hotels blieben ihnen für immer verschlossen. Ich gebe zu, ich bin vielleicht noch nicht bis zur Hälfte heruntergebrannt. Dennoch ist mein Ausschuss aus der Front des Lebens längst eine Tatsache. Wenn Sie uns aber einmal die Ehre Ihres Besuchs in einer Clubsitzung gönnen wollen, so werden Sie erkennen, was wir, und am meisten die kürzesten Stümpfe, für das verloren gegangene einsetzen. Aufgrund unserer kynischen Philosophie, die wir mit einer Art magischen Mantels aufputzen, ergänzen wir das Verlorene nicht nur, sondern schwelgen in einer Luzidität, welche von der Wirklichkeit nie erreicht werden kann. Nach dieser Erklärung, die begreiflicherweise mir manches zu denken gab, fing der Kustos seine Führung durch eines der sonderbarsten Museen an, die ich Zeit meines Lebens durchforscht habe. Mehrere polierte Bretter übereinander zogen sich längs der Wände herum, die mit allerhand Gegenständen besetzt, bestellt und belegt waren. Zunächst fand sich da eine Büchermakulatur in allen Sprachen, eine verstaubte, moderduftige Bibliothek, in der sicherlich mancher Fund zu machen gewesen wäre. Fragmente von Dante, Petrarca, Boccaccio, Cervantes, Lopez de Vega, Shakespeare streifte mein flüchtiger Blick. Darüber ging Ottoniere hinweg, als ob er sich ein wenig dafür interessierte. Dagegen wies er mir plötzlich einen alten Stiefel auf, den, wie er sagte, Kolumbus bei seiner ersten Entdeckungsreise getragen hätte. Hier stutzte, aber doch wohl mehr bei dem echten Schweißtuch der heiligen Veronika, das einem bedruckten Schnupftuch aus deutschen Cartoonfabriken zum Verwechseln ähnlich sah. Einen gebrochenen Knochen nahm er als Rippenstück einer Seeschlange und erklärte zugleich, das zweite Exemplar dieser Art werde in einem Museum zu Hammerfest aufgehoben. Da der Katalog dieser Sammlung über 3000 Stück zählte, muss es begnügen, dass das Gesagte von ihrem Charakter einem Begriff zu geben. Sie wies Pilgerflaschen, Narrenschellen, Fuhrmannspeitschen, Rapiere und alte Reitersäbel, einen Steigbügel des Prinzen Eugen, Halstücher und Hüte, unzählige große und kleine Dinge auf, und ich will nur noch ein Schiffsjournal erwähnen, das aus einem gesunkenen Schiff der sogenannten Seekatze stammte, die mir später bedeutsam wurde, und eine hölzerne Galionsfigur, unter der ein Schild mit dem Namen Chimera zu sehen war. Leider ist der Besitzer dieser beiden Gegenstände, der Chimera und des Schiffsjournals, schwer erkrankt und wir müssen fürchten, ihn zu verlieren. Mit diesen Worten schloss Ottonieri seine hier und da gegebenen Belehrungen ab. Als ich ihn daraufhin vielleicht mit einem gleichsam gefrorenen Lächeln erforschend anblickte, weil ich wirklich nicht wusste, ob er seinen Scherz mit mir trieb oder nicht, stimmte er zwar in mein Lächeln ein, ja, lachte sogar herzlich und laut mit mir, als ich mir diese Freiheit gestattete, ging aber sofort danach in einen tiefen Ernst über. So leicht, wie Sie zu glauben scheinen, sagte er, bricht man den Stab über uns Lichtstümpfe nicht. Nach dem, was Sie hier gesehen haben und wie Sie es hier gesehen haben, liegt es allzu nah, uns für ausgemachte Narren zu halten. Aber solche Narren schlechthin sind wir nicht. Wenn nicht alle Narrheit, was ich nicht weiß, 2 Seiten hat, unsere Narrheit hat 2 Seiten. Was Sie hier sehen, ist der Avers unserer Münze. Wenn man mit seinem Studium verhältnismäßig rasch zu Ende ist, so dauert es mit dem Revers umso länger, weil, Sie mögen getrost wieder lachen, der Revers Inbegriff dieser Weisheit ist. Bevor unser Orden jemand zum Mitglied macht, muss der Ansucher eine Lehr- und Probezeit von mehreren Jahren hinter sich haben. In solchen besonderen Fällen, bei außergewöhnlicher Eignung, kann Ballotage auch schon früher beantragt werden, wo dann Mehrheit der weißen Kugeln die Annahme entscheidet. Man muss nun einmal, will man uns verstehen oder gar unserer Eudämonien teilhaftig werden, längere Zeit in der Atmosphäre unserer besonderen Welt geatmet haben.
klingt auch alles etwas besonders.